Zunächst möchten wir klären, bevor wir auf die Wirkungsweise von Haferflocken auf den menschlichen Körper eingehen, sollen wir die Probleme erkennen, die Haferflocken beseitigen könnten oder auch nicht. Und dann schauen wir, ob das gesund für uns wäre oder nicht. Es sich lohnt, diese in unsere Ernährung zu integrieren oder nicht. Doch dafür möchte ich euch erstmal die wichtigste Information liefern, die ihr braucht, um das zu beurteilen. Jedes Mal, wenn wir zum Arzt gehen, um Blut abzugeben und unseren Vitamin D3-Spiegel, B12-Spiegel, Omega-3-Index und so weiter bestimmen zu lassen, haben wir auch immer ein mulmiges Gefühl, ob auch wirklich alles okay ist. Vor allem hört man immer wieder, dass die Blutfette wie das LDL oder das HDL und das Cholesterin einen Risikofaktor darstellen sollen. Damit du gar nicht erst diese Angst haben brauchst oder wenn du jemanden kennst oder selbst betroffen bist, gilt es jetzt genau zuzuhören, denn man kann dort wunderbar seine Hausaufgaben machen. Cholesterin wird vom Körper selbst synthetisiert, wir müssen es nicht zuführen. Wenn wir das tun, wird unser Körper die körpereigene Synthese drosseln. Dies kann aber nur in dem Maße passieren, bis wir mehr über die Nahrung aufnehmen, als wir eigentlich benötigen oder selbst synthetisieren könnten. Daher rate ich jedem, der seinen echten Cholesterinspiegel mal wissen möchte, für 8 Wochen gar keine cholesterinhaltigen Produkte zu essen. Das bedeutet, pflanzlich zu essen. Dann würde man nämlich genetisch bedingten oder ernährungsbedingten erhöhten Cholesterinspiegel schnell unterscheiden können, was der Arzt oft nicht tut, sondern oft direkt Chemie verschreibt. Bewegt sich beispielsweise ein Cholesterin ohne Zufuhr, also externe Zufuhr, von Cholesterin über die Nahrung, um die 150 und du später wieder welches isst und er ebenfalls bei 150 bleibt, dann würdest du sicher in einem Rahmen befinden, der für deinen Körper keine Belastung darstellt. Schnellt er hingegen hoch auf 250, führst du sicher zu viel zu, sodass du diese Menge an Cholesterin nicht benötigst. Es stimmt aber schon, lieber etwas zu viel als etwas zu wenig. Aber sehr selten kommt es vor, dass man wirklich zu wenig Cholesterin hat. Cholesterin ist sehr entscheidend und essentiell für unseren Körper, denn es wird in jeder Zelle benötigt, genau genommen in der Zellmembran. Dort wird Cholesterin eingebaut, sodass das wasserlösliche Ende nach außen und das fettlösliche nach innen zeigt. Es sorgt für die Stabilität der Membran. Wird eine Zelle zu steif durch zu viel Cholesterin, ist die Membran nicht fluide genug, das heißt flüssig genug. Das heißt nicht permeabel genug, also nicht durchlässig genug für wichtige Stoffe. Hast du hingegen zu wenig Cholesterin, wird sie zu durchlässig für Stoffe, die dort nicht hingehören. Dieser Fall ist extrem selten. Übrigens sorgt die Omega-3-Fettsäure DHA für eine gute Fluidität der Membran. Erst das Zusammenspiel von Cholesterin für die Stabilität und DHA für die Fluidität sorgen für gesunde Zellmembranen und Zellen, die leider viel zu wenig Menschen noch innehaben. DHA wird aber nicht in ausreichender Menge vom Körper hergestellt und sollte immer zugeführt werden, wirklich absolut immer, das ist meine Meinung. Kaum etwas hat meine Gesundheit so stark beeinflusst, selbst das Herstolpern bin ich dadurch losgeworden. Es gibt eine kleine Randgruppe, die meint, dass wenn sie Leinsamen oder Chiasamen konsumieren, die Eigensynthese suffizient ist. Dem ist nicht so. Das ist kausal belegt. Humane Goldstandardstudien belegen das Gegenteil. Siehe hier zum Beispiel und hier. Dazu habe ich ein volles Video übrigens gemacht. Zurück zu den Haferflocken. Cholesterin ist zu fettlöslich, damit es durch das wasserlösliche Blut fließen kann. Daher benötigt es Transportproteine, sogenannte Lipoproteine. Wir kennen das LDL oder das HDL. Das LDL bringt Cholesterin zu den Zellen und das HDL bringt Überschüssiges wieder zurück zur Leber. Daher sagt man auch das gute Cholesterin dazu, da es Überschüssiges aus dem Blut aufräumt. Wird zu viel Cholesterin in die arterielle Epithelzellen und dessen Membran eingelagert, werden diese ebenfalls zu steif. Dies führt dazu, dass der Blutdruck steigt, da die Arterienwand nicht mehr elastisch genug ist, um dem Herzschlag nachzugeben. Die Wissenschaft war sich noch vor 20 Jahren einig, dass ein hoher Cholesterinspiegel mit erhöhtem Risiko von koronaren Herzerkrankungen einherginge. Diese Korrelation ist nicht ganz verkehrt.
Denn Menschen, die hohe Cholesterinwerte haben, haben ebenfalls auch oft nicht optimale LDL oder Triglyceride. Dies ist aber nicht kausal belegt, denn heute weiß man, dass das totale Cholesterin kaum Aussagekraft hat, ob ein Risiko besteht, hingegen aber das HDL und LDL und am wichtigsten das Triglycerid zu HDL-Verhältnis sehr wohl. Stellen wir uns die Frage, sind Haferflocken gesund? Zunächst müssen wir verstehen, wie der Körper Cholesterin los wird. Und zwar über die Leber, denn diese produziert die Gallenflüssigkeit, die hilft, Fette aufzunehmen. In der Galle ist aber auch Cholesterin enthalten. Dieses wird aber wieder im Darm rückresorbiert, da es ja so wichtig ist für unseren Körper. Es sei denn, es befinden sich Beta-Glucane im Darm. Das sind unverdauliche Zucker, die von Pflanzen hergestellt werden und an Cholesterin binden. Das sorgt dafür, dass das Cholesterin nicht mehr rückresorbiert wird aus dem Darm. Der Cholesterinspiegel im Blut sinkt. Dies kann ich kausalisieren anhand von humanen, randomisierten Studien, die klar zeigen, dass der Cholesterinspiegel statistisch signifikant sinkt durch die Gabe von Beta-Glucanen. Diese befinden sich aber ebenfalls, guess what, in Haferflocken. Auch dazu gibt es eine humane, randomisierte Studie. Und hier zeigte sich der gleiche Trend, dass Haferflocken im Vergleich zu Placebo-Gruppe die Cholesterinwerte statistisch signifikant senken, hier in Orange dargestellt. Das reicht aus, da sind Haferflocken definitiv als gesund einzustufen. Verlinke jemanden sehr gerne, der das wissen sollte. Abonniere nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.